Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Elder Scrolls 3 Morrowind. Wir waren letztes Mal in der Mondfalter-Festung, wir waren in der Festung der Mondfalter-Legion, um genau zu sein. Und jetzt machen wir endlich das, was wir schon so lange vorhaben. Wir gehen nach Balmora. Ich meine, wir waren zwar schon mal ganz kurz in Balmora, aber dann habe ich ja gesagt, nee, ich möchte echt noch was anderes hier schauen. Aber dieses Mal, ernsthaft versprochen, wir gehen jetzt nach Balmora rein. Endlich! Schließlich gibt es noch viel zu erleben, viel zu tun. Und daher machen wir das auch. Und bin ich gerade richtig? Ja, ich bin richtig. Ich dachte mir, ich gehe dieses Mal lieber sicher, weil ich die letzten Folgen ja sehr viel damit verbracht habe, einfach mal in die komplett falsche Richtung zu laufen. Was jetzt auch natürlich auch nicht weiter schlimm war. Ich meine, wir haben ja dazwischen ein paar Quests gefunden, ein paar Höhlen gefunden, ein paar Abenteuer erlebt. Sind sogar eine Stufe aufgestiegen. Aber es ist trotzdem ganz cool, wenn wir jetzt endlich mal in Balmora loslegen. Es gibt da vor allem die Kriegergilde, die Magiergilde und die Diebesgilde. Und gerade die Kriegergilde muss ich ganz schnell mal ein paar Sachen machen, um mich dann der Diebesgilde anschließen zu können. Das kann ich ja an dieser Stelle schon mal erklären, denn es gibt eine Quest in der Kriegergilde. Da muss ich ein Codebuch später besorgen. Und wenn ich in der Diebesgilde bin, komme ich nicht ohne Waffengewalt an dieses Codebuch ran. Außer ich wäre verdammt gut im Schleichen und auch im Taschendiebstahl, was ich aber absolut nicht bin. Und von daher ist es dann definitiv angebracht, wenn man... Moment, ich wollte eben mal die Fackel hier wegtun. Wenn man dann nicht der Diebesgilde angehört, weil so kommt man an das Codebuch ran. Wenn man dann diese Quest abgeben würde, kann man danach der Diebesgilde nicht mehr beitreten, weil die sauer auf einen ist. Aber wenn man sich das Codebuch besorgt und dann direkt, noch bevor man die Quest quasi abgibt, der Diebesgilde beitritt, kann man beiden Gilden angehören. Das ist ein ganz kleiner, simpler Trick und sollte auf jeden Fall von jedem beherzigt werden, der beiden Gilden zugehörig sein möchte oder in beiden Gilden sein möchte. Hier haben wir eine Pfandleierin, aber die interessiert mich gerade weniger. Es gibt einen Händler, den habe ich glaube ich auch in meinem damaligen Let's Play auch schon sehr gern benutzt, und zwar ihn hier. Ravir, ein Khajiit-Händler, der direkt neben der Krieger- und Magiergilde ansässig ist. Und bei ihm werde ich immer sehr, sehr viele Sachen verkaufen. Deswegen ist bei mir auch ganz wichtig, dass ich bei ihm, deswegen speichere ich mal eben, bei ihm eine hohe Disposition habe, also dass er mich sehr gut leiden kann, damit ich bei ihm immer Top-Preise kriege. Ist sehr, sehr wichtig. Oh, Wortgewandtheit, sehr schön. Komm schon. Das kriegen wir hin. Ich glaube, wir schaffen noch über 80. Komm. Oh, komm. Bitte, bitte. Übertreib nicht. Komm schon. Aber das Geld, was ich hier in den Kerl reinpumpe, lohnt sich auch. Ja, ich habe sogar 100 geschafft. Geiler geht's ja gar nicht. Teilen ist gut, Alex. Ich teile gerne. Das glaube ich auch. Sehr schön. Was hast du denn so für mich? Er hat ja am Anfang auch gesagt, so, dass er dätrische Waffen anbietet. Was? Ihr sagt, die sind nicht dätrische Waffen? Nein, ihr habt recht. Aber Ravir ist kein Lügner. Wenn ihr wollt, Ravir wird machen besessene, dämonische und teuflische Waffen, so scharf wie dätrische und so leicht wie Netschluftsack. Die Magie hält nur kurz, doch lang genug durch härteste Rüstung zu stoßen. Ravir kaufte direkt von den Telvanni. Ihr werdet finden nichts Billigeres in ganz Balmora. Ah, danke, nett. Gerüchte, die Leute ahnen nicht, ne. Die Leute ahnen nicht, wie sehr die Dunkelelfen die Besatzung hassen. Die wahre Macht hinter dem Lalurat, Ovas Drem und seine Gomona Dong nähren diesen alten Hass. Sie hatten bislang keine Gelegenheit, der Autorität des Kaiservolkes zu trotzen. Aber sollte das Kaiserreich an Stabilität einbüßen, wenn beispielsweise aufgrund eines Problems mit der Thronnachfolge der Septimus die Legionen abberufen würden, könnten Drem und die Tong sich offen auflehnen, um das Kaiservolk aus Morrowind zu vertreiben. Vielleicht weiß er, wer die finsteren Gestalten sind. Welche finsteren Gestalten? Wenn ihr nach bestimmten Mitgliedern der Gomona Tong sucht, solltet ihr mit der Diebesgilde reden. Ich kann es mir nicht erlauben, damit hineingezogen zu werden. Aber die Diebesgilde hat ein Interesse daran und vielleicht ist sie bereit, ihre Fühler rauszustrecken. Drüben in der Taverne Südwall findet ihr vielleicht jemanden, der gewillt ist, mit euch zu reden. Okay, Südwall, Diebesgilde, danke schon mal. Und dann wollen wir nochmal mit ihm handeln und eine der wichtigen Sachen, finde ich. Er kauft Mondzucker. Wo ist mein Mondzucker? Da ist es. Und das ist halt auch verdammt viel wert. 50 immer. Und da seht ihr mal, wie beschissen ich im Falschen bin, ne? 50 ist es wert, ich krieg 27. Aber ich glaube, ich würde nur 17 kriegen, wenn meine Disposition nicht so hoch wäre. Von daher lohnt sich das schon. Hier sind seine dämonischen und besessenen Waffen, die echt nicht so gut sind wie wirkliche dätrische Waffen. Nicht mal ansatzweise, um ehrlich zu sein.
Aber ist ja auch nicht weiter dramatisch. Und er hat vor allem immer 1000, ne? 1000 Draken. Das ist eine Menge Asche. Und von daher, schauen wir doch mal. Wollte ich noch irgendwas verkaufen? Bücher kauft er auch. Das ist schon mal super. Hier kannst du haben. Die Formelsammlung behalte ich nochmal. Die Lehren des Vivi kannst du haben. Paarungsverhalten der Kagutis möchte ich auch gerade nicht haben, wenn ich ehrlich bin. Die Steuerakte muss ich auch nicht mit mir rumschleppen. Elones Weg nach Balmora ist auch für den Arsch, wenn ich jetzt schon hier bin. Anweisungen behalten wir mal eben noch. Okay. Hast du irgendwas, was ich jetzt gerade gebrauchen könnte? Schlamm, bla 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 bla. Nicht wirklich. Er hat eigentlich nichts, was ich haben will. Von daher verkaufen wir den Kram erstmal an ihn. Tada! 406 Draken mehr mit ein bisschen Kram. Und bei ihm werde ich auf jeden Fall öfter mal reinschneiden. Hallo, Hetwild. Nee, mit dir möchte ich überhaupt nichts treiben. Keine Angst. Und hier sind die beiden Gilden. Hier haben wir einerseits die Magier und hier haben wir die Kriegergilde. Und ich würde mal sagen, wir fangen in der Kriegergilde an, weil bei denen möchte ich ja ganz schnell aufsteigen. Wollt ihr mir endlich sagen, worum es hier geht? Mein Gott, sei mal nicht so gestresst. Hallo, Aedes Feuerauge. Hey, hübsch bist du geworden. Steht nicht herum. Setzt euch in Bewegung. Ziemlich hübsch für einen Nord. Nun, frei heraus, Alex. Was wollt ihr? Seid ihr hier, weil ihr der Kriegergilde beitreten wollt? Na klar. Ihr schaut aus, als würdet ihr euch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Bevor ich euch unter Vertrag nehme, solltet ihr vielleicht die Satzung der Kriegergilde ansehen. Seid ihr bereit, euch jetzt zu verpflichten? Erstmal die Satzung lesen, ne? Eure Aufgaben verpflichten euch gegenüber euren Fürsten und Brüdern. Seid immer ehrenhaft und tapfer, behaltet einen wachen Verstand und erliegt nie den feigen Tricks der Schwachen. Als Mitglied dürft ihr Gegenstände aus unserer Ausrüstungstruhe nutzen. Es gilt als Verrat, andere Mitglieder der Gilde zu bestehlen oder zu bekämpfen. Wenn ihr diese Regeln verletzt, müsst ihr mindestens mit einem Aufseher der Gilde reden, um euer Ansehen zu retten. Glaubt ihr, dass ihr diese einfachen Ideale einhalten könnt? Mit Sicherheit! Ihr seid nun Aspirant der Kriegergilde, Alex. Arbeitet hart, folgt den Befehlen und es wird euch gut gehen. Sucht mich auf, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr für eine Beförderung bereit seid. Bin ich bestimmt nicht, oder? Nein, ich bin einfach nur Aspirant erstmal. Und dann deswegen. Ausrüstungstruhe finde ich ziemlich geil gemacht, das System. Unten ist eine Truhe und als Mitglied der Kriegergilde wird dort immer wieder, ich glaube einmal die Woche oder alle paar Tage auf jeden Fall, ein paar nützliche Gegenstände für mich respawnen, die ich da drin einfach nehmen darf. Ja. Einfach nur, weil ich ein Mitglied bin. Hast du ein paar Befehle für mich? Ich habe einen einfachen Auftrag. Ich soll der Höhlenrattenplage ein Ende bereiten. Ihr solltet es schaffen. Geht zum Haus von Drareine Telas. Es befindet sich hier in Balmora an der Ostseite des Flusses. Fragt sie, woher die Ratten kommen. Tötet die Ratten und holt eure Bezahlung bei Drareine Telas ab. Wenn ihr euch darum gekümmert habt, erstattet ihr mir Bericht. Na, das kriegen wir ja wohl hin. An der Ostseite des Flusses. Okay. Easy going. Und das hier sind meine ganzen Freunde aus der Kriegergilde. Ja, hier ist schon mal Wayne. Der kann mir auf jeden Fall ein paar Sachen verkaufen und wow. Ein dwemerisches Kurzschwert mit Lähmung. Ziemlich geile Waffe. Aber ich benutze keine Kurzwaffen. Schade, schade, hä? Hm, was hast du sonst? Pfeile, Rüstung und vor allem einiges an Schmiedebedarf, was schon mal sehr cool ist. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann, bitte. Und ausbilden tut er auch. Also nicht, er tut nicht ausbilden, aber er bildet halt auch aus. Und hier wäre zum Beispiel so eine Sache, da könnte ich mal Konstitution steigern. Das wäre eigentlich gar nicht so dumm, ne? Ich glaube, das mache ich mal eben. Ich sollte mich vielleicht besser waschen, bevor ich mich auf den Weg nach Hause mache. Der wäscht dich nicht? Was ist das für ein ekliger Dreck, sagt? Bäh. Die bildet auch aus Blocken, mittlere Rüstung, Langwaffe und so weiter. Das ist sehr nett, aber nein, danke. Und hier sind wir bei der Ausrüstungstruhe. Im Schmiedehammer das Gesellen und sogar einen kolovianischen Fellhelm, den richtig hässlichen, den wir schon kennen, gibt's hier. Den kann ich ja mal gut verticken. Und vor allem Genesungstränke. Oh ja, Baby, komm zu Papa. Morgenlufttränke sind auch praktisch. Und vor allem auch immer verdammt viele Schmiedehämmer. Ich werde jetzt nicht viele mit mir rumschleppen, weil, wie gesagt, die wiegen verdammt viel. Aber man kann sie ja mal benutzen. Ja, also, das ist doch schon mal was. Und sogar Eisenbolzen und Eisenpfeile. Also, falls wir echt mal Bolzen brauchen sollten, hier kriegen wir welche. Die Pfeile nehme ich auch direkt mal mit. Dann können wir mal schauen, ob hier unten noch was geht. Und ob wir vielleicht irgendwas klauen können. Ich meine, nur weil das meine Gilde ist, heißt das nicht, dass ich nichts klaue. So. Fünf Draken, ja. Und ein Quarma-Ei. Besser als gar nichts.
Hier haben wir wieder ein paar Draken und wieder ein kleines Quarmai. Praktisch genau dasselbe, nur in grün. Und hier weiter hinten warten noch ein paar weitere Ausbilder auf uns. Einmal Hasfat Antabolis, Ausbilder der Balmora Kriegergilde. Blocken, Athletik, Nahkampf. Ja, sehr nett. Worum geht es? Und Flänia Amiolusus. Blocken, Speer, Athletik. Okay, okay. Regeln der Kriegergilde. Nehme ich einfach mal an mich. Das darf ich auch, weil ich hier zur Gilde gehöre. Ich kann mal was testen. Ich gehöre zur Kriegergilde. Darf ich jetzt diese Kiste plündern? Ihr habt euren Nein. Zugemacht. Wie wir sehen, darf ich das nicht. Von daher lassen wir es an der Stelle mal lieber. Ist doch dezent uncool. Weil ich möchte jetzt gerade nicht dafür verantwortlich gemacht werden, die zu beklauen. Wow, Schloss 90 und Falle. Worum geht es? Das lassen wir mal lieber. Das Schloss kriege ich so oder so nicht auf. Die Tür kann mal zugemacht werden. Das ist auch ein Bett, was ich auch im letzten Let's Play sehr oft benutzt habe, wenn ich nämlich die ganzen Trainingsbemühungen, die ich hier mal gemacht habe, um einen richtig guten Level abzukriegen, habe ich sehr oft dort drin geschlafen. Aber das ist ja jetzt nicht mehr so dringend nötig wie früher. Hey, Ranis Atris. Oh, hübsche Tätowierung. Hübsch. Sucht ihr mich? Ihr wollt der Magiergilde beitreten? Na klar, gerne. Ja, ihr seht wie jemand aus, den wir in der Magiergilde gebrauchen können. Werdet ihr den Eid der Magier leisten und der Gilde beitreten? Ich find's geil, wie schnell die sich dafür entscheiden, einen aufzunehmen, ne? Wie lautet der Eid der Magier? Erfüllt alle Aufgaben, die euch von den Gildenmeistern gestellt werden, lernt daraus und werdet stark. Teilt euer Wissen stets freigebig mit anderen Gildenmitgliedern und andere Gildenmitglieder dürfen niemals geschlagen oder bestohlen werden. Wie gefällt euch das? Ja, ich will mich euch anschließen. Ihr seid nur ein Mitglied der Magiergilde. Willkommen, Aspirant. Wenn ihr bereit seid, könnt ihr um Aufgaben bitten und sobald ihr soweit seid, könnt ihr bei mir um eine Beförderung in der Gilde nachfragen. Für einen Aspirant habe ich keine Aufgaben. Kommt wieder, wenn ihr euch unter Beweis gestellt habt. In der Zwischenzeit sprecht mit Ajira. Ich meine, sie könnte ein paar kleine Aufträge für euch haben. Okay, danke. Ja. Und auch in der Magiergilde gibt es eine Magiergilde-Ausrüstungstruhe, auch mit hübschen Sachen, vor allem arkanen Tränken, um meine Magie wiederherzustellen. Ganz, ganz nützlich. Dann der Ideen des Wunderschrift, das ist ein Schriftrohr, mit dem ich gewöhnliche Krankheit heilen kann. Aber das kann ich ja schon selber, mein Zauber. Das heißt, die hier kann ich wunderbar verticken. Das müssen die ja nicht wissen. Allem sie wie Intervention und göttlicher Eingriff, damit kann ich mich zum nächsten kaiserlichen Kult oder Tempel hinbeschwören, automatisch. Sehr, sehr praktisch, um gerne mal irgendwo schnell wegzukommen. Willenskrafttrank werde ich nie einnehmen. Obwohl, damit kann ich gut meine Mana regenerieren. Aber sie kann ich auch besser verkaufen. Und ein paar Seelensteine, also auf jeden Fall einiges an Kram, was ich verticken werde. Ich glaube, hier werde ich nicht gesehen von niemandem, weil hier keiner ist. Dann schauen wir doch mal. Salzreis, Quarmaeier, noch mehr Kram, noch mehr Salzreis, Quarmaeier und ganz viel verschiedener Kram. Nehmen wir alles mit, alles meins. Und Galbedir, hallo. Aber ich habe nur wenig Zeit, bitte sputet euch. Tretet vor, Alex. Seht euch diese Schriftrollen an. Was haltet ihr von Taldams Feuer, um eure Feinde zu verbrennen? Oder Ondusis Schlüssel, um Truhen und Türen zu öffnen? Wenn es gefährlich wird, könnt ihr die Rolle der Lebenskraft und die Rolle der Stärke verwenden, um eure Lebensenergie und Ausdauer zu vermehren. Wenn ihr in Schwierigkeiten steckt, könnt ihr mit einem Sieve-Intervention oder göttlicher Eingriff direkt zum nächsten Tempel oder dem nächsten Kaiservolksschrein teleportiert werden. Seht ihr, jetzt sagt sie euch also quasi, was ich euch gerade gesagt habe, ist doch auch schon mal ganz nett. Die verkauft auf jeden Fall jede Menge verzauberte Sachen. Heiliger Schild, okay. Veloti-Schild, Amulette ausdauern, paar Ringe. Und halt ganz viele Schriftrollen und vor allem auch ganz viele Seelensteine, die sie dummerweise einfach hier so hat liegen lassen. Oh, guckt euch mal diesen Wert an. 6000. 6600. 1200, 300, 100, 200, 420. Und 60.000. Für die Leute, die es noch nicht kennen, Seelensteine werden dadurch befüllt, indem ich einen gewissen Zauber benutze. Der nennt sich auch Seelenfalle. Und wenn ich dann einen entsprechend groß genugen Seelenstein im Inventar habe, wie zum Beispiel niederer oder unbedeutender Seelenstein, dann wird der Gegner, nachdem ich den Gegner bezwungen habe und Seelenfalle noch bei ihm wirkt, wird er in diesen Seelenstein gefangen. Und diesen Seelenstein kann ich dann entweder meine Ausrüstung verzaubern mit tollen Eigenschaften oder kann bereits verbrauchte Ladung von verzauberten Gegenständen wieder auffüllen, wie zum Beispiel von meinem Schwert. Wenn ich damit zustarke, verbraucht sich ja nach und nach meine Aufladung von dem Blitzschaden hier.
die kann ich dann mit Seelensteinen wieder auffüllen. Ja. Das ist das ganze System und ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Man kann natürlich auch Seelensteine verkaufen und damit verdammt reich werden. Shan Gramutskop. Ich kann bei all diesen Unterbrechungen nicht denken. Bitte, lasst mich allein. Warum kann ich mit ihr über Nekromantie reden? Das Kaiserreich sieht Nekromantie als legitimes Wissensgebiet, obwohl Körper und Geist als Eigentum geschützt sind und ohne Erlaubnis der Eigentümer nicht benutzt werden dürfen. Doch in Morrowind verabscheuen Dunmer die Totenbeschwörer und töten sie. Das ist natürlich lächerlich, da die Dunmer ihre eigenen Toten beschwören, die die Gräber bewachen und die Familie beschützen. Heilige Nekromantie ist rechtschaffen, doch philosophische Nekromantie ist böse. Das ist nur primitiver Armerglaube. Totenbeschwörer. Nein, natürlich nicht. Ich kann euch keine Zauber beibringen. Ich bin kein Totenbeschwörer. Nein, absolut nicht. Kein Totenbeschwörer. Wer das so oft sagt, ist ein Totenbeschwörer. Was hat sie denn so für seltsame Sachen? Oh, starke Resistenzen. Die werde ich später auf jeden Fall gerne haben. Magie bannen auf sich selbst. Es gibt manchmal auch Zauber, die auf einen lasten, die jetzt keine Krankheit, keine Pest und auch, nichts dergleichen sind. Und da ist Magie bannen auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Zauberabsorption, richtig geil. Illusion, starke Feder. Fünfte Barriere, Schild ist einfach gut, um Schaden besser wegstecken zu können. Das erhöht die Rüstung, glaube ich. Ich glaube, Schild ist wirklich einfach direkt Rüstungserhöhung. Krankheit anderer heilen. Und Balinas beruhigender Balsam. Habe ich das nicht sogar schon? Wirksamer Balsam habe ich. Seht ihr, sogar noch eine Stufe Stärke habe ich schon. Esthir Dalin. Was hast du denn Feines? Oh, nett, Blitz. Blitz, na, das nehme ich einfach mal. Blitz auf Berührung, Gift auf Ziel. Mhm. Ohrwurm, Flohbiss, Lähmung auf Berührung. Das klingt doch gar nicht so schlecht. 5 Sekunden können einem manchmal den Arsch retten. Nehme ich mit. Rausch, Last, Feder, giftige Berührung. Wow. Gift 15 bis 40 Punkte. Könnte ziemlich stark sein teilweise. Und falls man gerne in den Beschwörungsmagien rumfuchtelt, ist das hier die erste Anlaufstelle. Die hat beschworene Stiefel, Dolche, Helm und Langbogen. Sehr praktisch. Und bildet natürlich auch in diesen Disziplinen entsprechend aus. Er hier ist auch ein Ausbilder. Mal rein drin. Coole Haare. Morrowind-Legenden. Die beiden kriminellen Gilden hier sind die Kamona Tong, das alteingesessene Verbrechersyndikat und die Diebesgilde, die Kaiservolk Neulinge. Die Diebesgilde muss gegen die rücksichtslose und fest etablierte Kamona Tong um ihr Überleben kämpfen. Was hast du für Zauber? Feuerschild, Eisschild, besänftigen, Schwimmhäute und Dusus offene Tür. Das heißt, wenn ich mal keinen Dietrich habe und das Schloss bis maximal 50 Punkte hat, kann ich es damit öffnen. Nehmen wir. Levitation, verdammt wichtig und verdammt geil. Levitation, die Anzahl der Punkte heißt, wie schnell ich dann bin, wenn ich durch die Luft fliege. Ja, das ist eigentlich alles. Aber Undusus offene Tür, jetzt bei meiner geringen Ausdauer gerade, wie ihr seht, nicht gerade so leicht zu zaubern. Aber ist auch egal. Such dir etwas Bestimmtes. Gott nicht, aber danke. Dann hier jede Menge Bücher, vielleicht irgendein Lehrbuch. Regeln der Magier gilt. Und das ist das war ein hübscher Einband. Boah, hübsch. Was geht hier? Ja. Das ist Masalinia Miriam und das ist die Teleportationsdame. Die gibt es in jeder Magiergilde. Eine saugeile Funktion, wie ich finde. Man kann sich nämlich zwischen all den 5 Magiergildenorten kann man sich hin und her teleportieren. Für ein sehr, sehr kleines Entgelt. Mein 12 Tragen, mein Gott. Das ist nichts für die Strecken, die man da eigentlich zurücklegt. Oh, ganz viele alchemistische Zutaten. Und das ist Ajira, unsere erste Anlaufstelle in der Balmora Magiergilde, um mal ein paar Aufgaben zu kriegen. Und das werden wir beim nächsten Mal auch machen, wenn es dann nämlich mal wieder heißt Let's Play Elder Scrolls 3 Morrowind. Mein Name ist Alex, bis dann!